Was siehst du hier? Sicher kennst du es aus Filmen. Jemand bekommt von einem Psychologen oder einer Psychologin solche Bilder gezeigt und soll dann sagen, was er oder sie darauf erkennt. Und das sagt dann etwas darüber aus, wie die Person denkt und fühlt. Es handelt sich um den Rorschach-Test. In diesem Video erfährst du, wie er entstanden ist, wie er wirklich funktioniert und warum er inzwischen umstritten ist. Entwickelt wurde der Test von dem Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker Hermann Rorschach. Und zwar vor genau 100 Jahren. Vor ihm haben schon einige andere mit diesen sogenannten Klexografien experimentiert. Er war aber der Erste, der daraus ein diagnostisches Verfahren gemacht hat. Und das lag sicherlich auch daran, dass zur damaligen Zeit die Grundidee der Psychoanalyse immer populärer wurde. Sie geht davon aus, dass es in uns ganz viele verschiedene unbewusste Aspekte gibt, die unser Denken und Handeln leiten. Und wenn wir denen auf die Spur kommen, können wir uns selbst besser erkennen und dann auch freier leben. Rorschach stammte aus einer Künstlerfamilie und malte auch selbst. Lange bevor er sich mit der Psychoanalyse befasste, machte er die Erfahrung, dass Menschen Bilder völlig verschieden betrachten und auch unterschiedlich deuten. Und so machte er seine eigene Studie. Er zeigte diese Tintenklecksbilder hunderten Personen. Einige von ihnen hatten psychische Probleme, andere galten als gesund. Und mit den Jahren hat er seine Methode dann immer weiterentwickelt. Wie genau funktioniert der Rorschach-Test? Es gibt 10 verschiedene Tafeln mit diesen Klecksbildern. Zu Beginn weist der Therapeut oder die Therapeutin darauf hin, dass es keine falschen oder richtigen Antworten gibt und dass die Bilder gedreht werden können. Und dann werden sie in einer bestimmten Reihenfolge gezeigt. Der Therapeut achtet dabei auf 5 verschiedene Aspekte ganz besonders. Und dazu gehört natürlich, was sieht die Person auf diesem Bild? Wie ähnlich sind sich die Antworten? Welche konkreten Teile oder Aspekte des Bildes werden dafür berücksichtigt? Wie lange braucht die Person, bis sie antwortet? Und wie reagiert sie dabei? Die Grundidee ist, wir projizieren innere Zustände auf äußere Dinge. Und da so ein Tintenklecks mehrdeutig ist, lässt sich in den Antworten erkennen, was in der Person vorgeht. Denn die Mehrdeutigkeit zwingt unsere Psyche dazu, sich festzulegen. Und hat jemand zum Beispiel viele sexuelle oder gewalttätige Assoziationen, dann sei das ein Beleg dafür, dass diese Aspekte in ihm oder ihr eine große Rolle spielen. Nicht nur in Filmen wird dieser Test verwendet, teilweise auch von Psychoanalytikern oder auch bei Vorstellungsgesprächen für einen Job und sogar auch vor Gericht, zum Beispiel in den USA. Inzwischen ist der Test aber sehr umstritten und die Frage lautet, kann er wirklich objektiv messen, was in uns vorgeht? Und gibt es nicht zu viele Störvariablen? Eine der größten Variablen ist möglicherweise die Person, die den Test anleitet, weil sie die Antworten der Probanden bewertet und dafür Punkte vergibt. Spätere Untersuchungen haben zum Beispiel gezeigt, dass der kulturelle Hintergrund beeinflusst, was man sieht. Menschen aus Skandinavien sehen hier zum Beispiel öfter einen Weihnachtskobold. Und Menschen aus Japan erkennen hier öfter ein Musikinstrument. Außerdem haben psychologische Studien mit Hilfe des Tests nicht gut unterscheiden können, ob es sich um eine gesunde Person handelt oder um jemanden mit einer psychischen Erkrankung. Einig sind sich die Kritiker und die Befürworter des Tests, dass es keinen Sinn macht, ihn alleine durchzuführen. Rorschach-Tests im Internet haben keine Aussagekraft. Wenn du dich für Persönlichkeitstests interessierst, dann schau dir doch mal den Big Five-Test an. Dazu habe ich hier auf diesem Kanal auch schon ein Video gemacht, das wir dir hier mal verlinken. Du hast Lust auf neue Themen jede Woche? Dann abonniere doch einfach hier diesen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein neues Video. Über einen Daumen nach oben von dir würden wir uns sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da. Auch Themenvorschläge wären klasse. Und hier gibt es noch ein paar interessante Videos für dich. Bis nächste Woche, euer René.